Yo YouTube, was geht ab? Mustihaft hier, aka Multihaft, aka der großschwänzige Mini-Packer. Wir reagieren heute auf Weirdy Flex. Er hat ein Video vor 2 Tagen diesmal hochgeladen mit dem Titel "Diese Frauen gehören in den Knast, Kind unterjubeln?" Fragezeichen. Ja, wir schauen uns das mal an. Wird gar nicht so lang rumreden und dann let's go. Aber zuerst, Kimo Koku has gifted one sub. Dankeschön. Allein weh bitte für mein Brü oder Schwü. Wiesen. Was? Alles klar, einfach Männerarsch. Nehmen, darüber lachen, Digga. Wenn es andersrum wäre, geht sein Vater im Knast. Wäre wohl passiert, wenn ein Mann heimlich die Hintern von anderen Frauen filmt und das Ganze auch noch auf TikTok mit dem Text "Unser heimliches Highlight auf den Wiesen" veröffentlicht. Richtig, der Typ bekommt wahrscheinlich den Shitstorm seines Lebens. Aber wie sieht eigentlich der Shitstorm bei den Frauen aus? Schauen wir mal in die Kommentare. Männer in Lederhosen sind's halt einfach. Feinies. Hui, feel you. Ja, natürlich wird das hier gefeiert, wenn Männer stupidisiert werden. Wenn es Frauen machen, ist es scheinbar etwas anderes. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute sprechen wir über Frauen, die meiner Meinung nach weggesperrt gehören. Und an der Stelle muss ich sagen, es geht auch wirklich ekelhaft los. Leute, ich habe ja schon mal versucht... Schwanger von Bayern München Spieler. Ich kann das nicht, Digga. Mir ein Kind von einem Fußballer machen zu lassen, ne? Ich erzähl euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Sie hat also versucht, sich... Was für eine ekelhafte Welt, Bruder. Das ist wirklich ekelhaft. ...ein Kind machen zu lassen? Sehr fragwürdige Formulierung, aber ihr werdet gleich verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mein erstes Mal mit einem Bayern München Spiel hatte und das stimmt auch. Deswegen hatte ich auch ihn auserwählt als Baby Daddy eigentlich. Er meinte ja zu mir, geh üben und komm wieder. Und das habe ich ja fleißig gemacht. Also ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen geübt. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Und bei dem zweiten und dritten Treffen habe ich nämlich, dachte ich, ich bin ganz schlau. Ich habe einfach so eine Stecknadel genommen. Und dann habe ich halt so vorher so Löcher rein. Die lacht einfach gerade darüber, dass sie wahrscheinlich das Leben eines anderen Mannes sozusagen komplett verändern und sogar vielleicht ins Negative verändern würde. Es ist crazy, Bruder. Sie lacht einfach. Wallah, sie lacht einfach. Ich bin mir 100% sicher, dass sie jetzt nicht irgendwie verliebt miteinander waren oder sonst was. Der Typ hat vielleicht andere, weißt du, was ich meine? Und sie hat auch bestimmt auch andere Sachen zu tun in diesem Falle, ne? Hat auch bestimmt den Typen gesagt, ey, hier steckt keine Liebe, hier ist alles nur Spaß. Und jetzt lacht sie, Bruder, auf dieser Plattform darüber, was sie gemacht hat. Dass sie versucht hat, Bruder. Das, Bruder, in meinen Augen, das sollte gekämpft werden, Bruder. Wenn das nicht gekämpft wird, Bruder. Bruder, was passiert hier auf dieser Plattform? Ich hoffe wirklich nur, dass diese Geschichte ausgedacht ist. Aber falls das stimmen sollte, wie ekelhaft willst du eigentlich sein? Und nur mal so nebenbei, heimlich Löcher in Kondome zu stechen, ist doch strafbar, nur oder nicht? Um jemanden ein Kind unterzujubeln, ist strafbar. Es gab bereits einen Fall, wo eine Frau genau auf dieselbe Idee kam und das ihrem Partner angetan hat. Er hat sie daraufhin angezeigt und sie wurde verurteilt. Und nur mal so nebenbei, dafür kannst du bis zu 5 Jahre in den Knast wandern. Aber lachen, Digga. Und falls die Geschichte von der Dame stimmen sollte, gehört sie da definitiv hin. Ich hoffe, wallah, ich hoffe, weil mit so etwas ist wirklich nicht zu spaßen. Es geht hier um ein Kind. Es geht hier um ein Baby, Lo. Und ich habe zu der Zeit auch die Pille genommen. Da habe ich einfach so ein paar Pillen einfach immer ausgelassen, weil ich dachte so, vielleicht klappt das ja da. Ich frage mich wirklich, wie sie das Ganze so mit Stolz erzählen kann und das Ganze auch... Du hast einfach auf dieser Plattform gezeigt, dass du die billigste aller billigsten bist. Du hast es auf eine leichte Weise versucht, einfach schnell an Geld zu kommen. Und die ging es bei diesem Thema auch nur ums Geld und mehr nicht. Das ist einfach nur ekelhaft. Boah. Selbst auf TikTok veröffentlicht, für alle. So hat man wirklich kein Schamgefühl? Schämt man sich nicht für die Aktion? Spoiler, es hat nicht geklappt. Ich bin nicht schwanger geworden. Ich habe kein Fußballer-Baby. Und du bist jetzt broke. Eine broke Bitch. Ich mache jetzt andere Sachen, um Geld zu verdienen. Achso, und er hat doch... Was wohl? Chat, was wohl, Bruder? ...auch gar nicht da rein fertig gemacht. Es hätte gar nichts gebracht. Weil er woanders fertig gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja. Ekelhafte Missgeburt, Bruder. Wie offen sie darüber redet. Ekelhaft. So dachte ich das damals, ne? Hätte ich ausgesorgt. Ekelhafte Ich finde es wirklich krass, wie man solche Clips auf TikTok posten kann, wo man zugibt, eine Straftat begangen zu haben. Aber Hauptsache, TikTok sperrt alle möglichen Videos von mir. Ich meine, auf TikTok sind sehr viele junge Mädels unterwegs
und die könnte man mit diesem Video auf wirklich dumme Gedanken bringen. Sowas darf keine Mutter werden, ja Bruder, zumal sie auch bei diesem ganzen Thema hundertprozentig nicht nur an dieses Ding gedacht hat, an dieses Kind, sondern eher so an dieses, ja, wir sind dann füreinander gebunden, ich bekomme sein Para. Daran hat die gedacht, Bruder. Bruder, ihr wäre das Kind egal in diesem Falle, ne? Ist crazy. Diese Geschichte stimmt, hoffe ich, dass der Typ sie anzeigt. Weg von dieser ehrenlosen Geschichte begeben wir uns in eines meiner Lieblingsorte, nämlich das Gym. Aha. Wie ekelhaft. Hä? Ich hab's nicht verstanden. Hat die jetzt einfach durch die Gegend aufgenommen? Muss man eigentlich unterwegs sein, um andere heimlich aufzunehmen und sie auch noch auszulachen dafür, wie sie eine bestimmte Übung machen? Aber Freunde, die Geschichte wird noch richtig ehrenlos, denn das war nur der Anfang. This serious, y'all. Come on, yeah. Doing unnecessary gym right now. Like, y'all, I don't even understand if he's trying to surf. Ja, sie macht sich über ihn lustig. Aber warte. Es kann doch sein, dass es vielleicht Kollegen sind oder so. Weil stand dieser Typ nicht da, als sie so eine Runde aufgenommen hat? Keine Ahnung, vielleicht haben die so ein Freundschaftsvideo gemacht. Und jetzt kann ja, Walla, kann sein, dass sie Freunde sind. Lustig, so nach dem Motto, was macht der Typ da, surfen? Und lacht auch noch so dreckig. Okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Dann ist bodenlos. Ich in die Kamera. Nur mal so nebenbei. Weil die hat ja diese Aufnahme gemacht. Und dieser. So. Und wenn ich jetzt nicht zu der gehören würde, dann würde ich jetzt zu der hingehen und sagen, hey, lösch mal die Aufnahme, warum nimmst du mich auf? Aber da sie so cool miteinander reagiert haben, so gar nichts gesagt haben, habe ich jetzt gedacht, die gehören zusammen. Und der wird... Ja, sie macht okay. Sich über ihn lustig, ja, so nach dem Motto, was macht der Typ da, surfen? Und lacht auch noch so dreckig in die Kamera. Nur mal so nebenbei, die Übung, die der Typ hier macht, ist eine Variation von Rudern und das habe ich selber auch mal gemacht, super effektiv. Vor allem hast du hier den Vorteil, dass du nicht schummeln kannst bzw. Schwung holen kannst, weil du halt flach auf der Bank liegst. Bruder, sind wir mal ehrlich, Gym einfach, Problem des Jahres wäre gelöst, wenn einfach Kameras verboten werden, Bruder. Sind wir uns ehrlich, Bro. Walla, einfach Kameras verboten. Fertig, Bruder. Keine Aufnahmen, kein gar nichts. Wenn du erwischt wirst, hast du einen Bann oder so einen Scheiß oder Geldstrafe. Wäre für mich perfekt, Bruder. Hat man gar keine Probleme. Handy würde ich jetzt nicht verbieten, weil Leute hören Musik und so. Leute wollen mit den Familienmitgliedern schreiben, während sie, keine Ahnung, Sport machen. Ist ja noch in Ordnung. Aber so Kamera ist halt für mich einfach, keine Ahnung, unnötig, finde ich. Und die Leute, die sich dann so aufnehmen und so, ist ja alles schön. Walla, ist alles schön. Aber meistens laufen da andere Leute durch, die wollen nicht aufgenommen werden. Mach einfach ein Bild in der Kabine von dir selber, reicht. Du musst jetzt nicht irgendwie eine Stunde da aufnehmen, wie du da, weißt du schon, und dann die Kamera so angucken. Musst du nicht, Bruder. Walla, musst du nicht. Aber Freunde, die Geschichte hier wird noch richtig ekelhaft. Und nur mal so nebenbei, ist die Person einfach zertifizierter Fitnesscoach. Gerade sie als Fitnesscoach sollte doch wissen, wie man sich im Gym zu benehmen hat. Wie auch immer, als sie von anderen großen Fitness-YouTubern kritisiert wurde, kam sie mit folgender Ausrede an. Schaut mal auf die Zahlen. Sie realisieren nicht, dass das Ganze im Business ist und sie meinen Algorithmus pushen. Ja. Alles klar, einfach Straftat mit Views rechtfertigen. Bruder, so. Ja, Mann, diese Dame hat das Business verstanden. Ich meine, ganz ehrlich, was bringt ihr die Reichweite, wenn sie nur Hate bekommt? Niemand wird sie jetzt als Coach buchen, das ist ja das Gegenteil vom Business. Sie hat natürlich gemerkt, dass der Hate immer größer wird. Und was machen viele Influencer, wenn sie zu viel Hate bekommen? Richtig, sie begeben sich ganz einfach in die Opferrolle. Ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Thaddäus, bist du das? Denn sie zieht hier eiskalt die Rassismuskarte und tut so, als hätte es damit was zu tun, weil sie schwarz ist. Ich kann das nicht, Bro. But what I'm gonna do is... Response to my IG being attacked. Take a chance to look at my last 8 posts. It's boosted to 40 to 60 followers. The majority of are white. Once again, spread knowledge to show you guys how it feels to be a black woman when we just show up in this world. Sie will hier ernsthaft...
Was hat's jetzt damit zu tun, Bro? Walla. Vermitteln, dass es etwas mit ihrer Hautfarbe zu tun hat, weil der Großteil ihrer Hater weiße sind. Es hat wirklich überhaupt nichts mit deiner Hautfarbe zu tun, wenn du dich so ekelhaft im Gym benimmst und dich über andere lustig machst und das Ganze auch noch filmst und hoch. Ich finde das eher rassistisch von dir, das zu call-outen, zu sagen, ja, ihr Weißen macht das gerade. Das ist doch für mich viel rassistischer, meiner Meinung nach. Daraufhin hat sie gemerkt, dass ihr Statement nicht ankommt und noch ein Statement voller Lügen gedreht. Und jetzt wird es richtig ekelhaft, denn sie behauptet eiskalt, der Typ hat sie vorher belästigt. Earlier in the gym this week, I was using the plyometric box. A man approached me, insisting that he needed this piece of equipment. Despite me saying no, he took it upon himself to use it anyways. My brothers surrounded me in a protective stance. Angeblich soll... Kommentare erstmal ausgestaltet, stabil. Meint sie jetzt den Typen, der da lag? Die haben ganze Netflix daraus gemacht. Schlimmer als diese Mariam und Yunus oder was da damals abging. Der Typ sie belästigt haben, er hat ihr nämlich das Gerät weggenommen, obwohl sie angeblich da dran war. Und ihre Brüder sollen sie beschützt haben. Ja, Mann, das Erste, was ich mache... Okay, ich hatte also recht. Ihre Brüder waren die Leute, die daneben waren. Okay, tamam. Mache, wenn ich belästigt werde... Ich nehme erstmal die Person auf und mache einen Schluss über die. Und gebe auch nicht zufällig in dem Video an, dass diese Person mir davor das angetan hat. So... Ach, Bruder. Auch die Person, die mich belästigt hat, aufzunehmen und mich über sie lustig zu machen. Und dafür, dass sie belästigt wurde, schauen ihre Brüder ziemlich gut gelaunt aus. Mhm. Wie auch immer, das Ganze ist natürlich eine Lüge, denn das Fitnessstudio hat sich die Aufnahmen angeschaut und bestätigt, dass die beiden sich gar nicht erst unterhalten haben. Auch der Typ, der nebenbei mal ein Feuerwehrmann ist, hat auch ein Statement abgegeben und gesagt, er hat sich nie mit ihr unterhalten. Sie lügt hier eiskalt und täuscht eine Belästigung vor, nur um sich selber zu retten und ihr respektloses Halten im Gym zu rechtfertigen. Walla, weh Fitnessstudio, Digga. Holy shit. Normalerweise heißt es immer, nee, wir dürfen nicht auf die Aufnahmen gucken. Stabil, walla. Und das ist absolut ekelhaft und sie gehört meiner Meinung nach definitiv in den Knast. Mit so einer Anschuldigung kann sie sein Leben zerstören und er könnte seinen Job verlieren. Kommen wir zurück zu den deutschsprachigen Influencern, denn hier gibt es mal wieder etwas von einem... Wie viel Geld verdienst du... Nicht Girl. Sag nicht Girl, Bruder. Also, weißt du? Monatlich. Netto. Hi, ich bin Celia. Und hi, ich bin Celia. Genau, also ich bin halt bekannt geworden durch so ein bisschen Sachen. Wenn eine Frau euch erzählt, sie macht spicy Sachen im Internet... Spicy Sachen. Sag doch einfach, du machst... Digga. Als ob sich das so weniger schlimm anhört. So spicy Sachen. Oh, diesen Begriff habe ich noch nicht gehört. Respekt. Nein, du bist einfach eine... Sag doch so, Bruder. Sind wir doch... Dann könnt ihr davon ausgehen, es handelt sich um... Sehr über dem Durchschnitt. Grobe Richtung, über 5000 Euro netto? Ja. Ja? Ja. Okay, das ist eine ordentliche Summe. Super, ne? Über 5000 netto ist schon heftig, aber muss man das unbedingt auf TikTok erzählen, einer Plattform, wo viele junge Mädels unterwegs sind? Ich meine, damit könnte sie einige junge Mädels beeinflussen, auch mit anzufangen, sobald sie 18 sind. Wie auch immer, jetzt spricht sie über ihren Content und das hat nichts mit der Realität zu tun. Und man denkt immer, es geht nur um das eine, aber bei mir sind da ganz viele Männer, die einfach über gesellschaftliche Tabus, die sie selber nicht ausleben können, mit mir reden. Und ich bin da irgendwie so eine Vorbildfunktion für die. Ja, klar, ihren... Das Ding ist, ja, das stimmt sogar, Bruder. Es gibt wirklich draußen so viele Männer, Bruder, die haben Frau, die haben Kind, aber die gehen dann zum Beispiel in den... Weißt du, was ich meine? Und die lassen sich da Dinge in den... Das gibt's. Das ist kein Spaß, Bruder. Das ist halt wirklich kein Spaß. Deswegen, ich glaub dir das. Ich glaub das. F-Abonnenten geht's gar nicht darum, FSK 18-Content von ihr zu sehen. Sie wollen mit ihr nur über gesellschaftliche Themen sprechen und drücken dafür natürlich monatlich Geld ab. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Also kommt schon, wen wollt ihr eigentlich hops nehmen? Und ich bin richtig happy. Also es hat nicht immer nur was mit zu tun. Also ich erfülle da auch irgendwo einen Mehrwert in Sachen Akzeptanz und Toleranz. Ich weiß wirklich nicht, was sie dazu sagen soll. Ich meine, sie macht und tut hier so, als würde sie einen wichtigen Beitrag für die, die Gesellschaft leisten. Als würde sie sich irgendwie ehrenamtlich ausziehen. Ich meine, du hast Medaille verdient, bra. Guck, ich sag nicht Schwester, ich sag bra. Wie kann man das Ganze so schön reden und von Akzeptanz und Toleranz sprechen? Und das ist das Gefährliche an dieser Message. Viele junge Mädels könnten denken, boah,
Ist ja doch nicht so schlimm, vielleicht sollte ich mal damit anfangen. Schließlich wollen sich ja nur ein paar Menschen mit mir über gesellschaftliche Themen unterhalten und spenden mir dann ihr Monatsgehalt. Lasst euch da nicht manipulieren und in die Irre führen. Bist du happy oder bereust du irgendwas im Nachgang jetzt? Ich muss sagen, so wie es jetzt ist, bereue ich gar nichts. Ich bin richtig glücklich und ja. Ich bin auch stolz, dass ich das so alles geschafft habe. Ja, ich glaube, das kann es auch sein. Jeder kann sein Geld natürlich so verdienen, wie er oder sie möchte. Dafür will ich natürlich niemanden. Bruder, ich bin der Meinung, so Leute wie Pumpkin sollten da auf jeden Fall Prozente nehmen. Vielleicht macht er das sogar. Crazy, ne? Überleg mal so. Die war so oft in Videos dabei, dass die sich durch diese Videos halt hochgepusht hat. Bruder, jetzt stell dir mal vor, Pumpkin nimmt da gerade Prozente ab. Und es hört sich farfetched an, Chat. Ich weiß, dass ihr euch gerade denkt, hä, nein, niemals. Aber viele YouTuber machen das so, dass sie Creatorinnen, ne, ich nenne die jetzt Creatorinnen, zu sich holen, in den Videos, die dann dabei sind, die dann auf Instagram pushen oder sie in dem Video sagen, ja, hier, schaut bei ihr vorbei auf Instagram und später, wenn die halt eine Karriere starten, dass sie dann von der Prozente nehmen, weil sie die eben Fame gemacht haben. Bruder, das gibt es. Walla, und das ist kein Spaß. Walla kann sein. Verurteilen. Aber ich finde so ein Video, wo man sagt, wie stolz man darauf ist und wie man das Ganze schönredet, gefährlich, weil sich eben viele jüngere Menschen leicht manipulieren lassen. Und auf TikTok sind halt größtenteils 12- bis 18-Jährige unterwegs. Und hier irgendwie so dargestellt, als gäbe es keine Risiken, als wäre das so die beste Plattform. Auf die möglichen Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, darauf wird natürlich nicht eingegangen. Mädels, denkt an euch, seid stolz, erkennt euren Wert. Erkennt euren Wert. Guck mal, diesen Achi an. An euch, seid stolz, erkennt euren Wert. Was ist für eine Giga-Chat? Digga, warum lächelt er mich dabei so an, Digga? Ich bin davon so überzeugt. Ich denke mir so, ja, ja. Warum guckt er mich so an, Digga? Am Walla. Lan, den Anzug kenne ich doch irgendwoher, Lan. Denkt er, er ist Mr. Gülses oder was? Provoziert er mich gerade, Lan? Erkennt euren Wert, sagt die, die ihre Intimsphäre für einen Döner verkauft. Genau. Walla, du hast, dein Bart hat nicht nur geredet, dein Bart hat gefreestylt, Walla. Janemannem. Gebt euch nicht für 1 Uhr morgens Booty Call zufrieden. Ihr seid mehr wert. Ich glaube an euch und ja. Ich kann euch nur... Guck mal, überleg mal so. Ich sag euch jetzt was. Wenn das Leben doch so leicht wäre, ne? Und wir alle auf unmoralische Art und Weise Geld machen würden. Es geht nicht nur um die Mädels, die machen. Es geht auch um unsere Jungs, die auf der Straße... wenn du verstehst, was ich meine. Warum haben das unsere Eltern nicht gemacht? Warum nicht? Dann wäre mein Vater auch im Knast, hätte gesagt, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich habe nie einen Gedanken gehabt, Familie zu haben. Scheiß drauf. Egal, ich habe Pada gemacht. So. Olum, unsere Eltern sind hier rübergekommen zu diesem Land, haben nicht mal, die konnten nicht mal Deutsch. Die haben, keine Ahnung, Bruder. Was haben die gemacht, Bruder? Walla, für Centbeträge gefühlt, die Stunde. Guck mal, wie die gearbeitet haben, Bruder. Mit gar keinem Wort Deutsch, mit gar keinem Familienmitglied irgendwo hier. Wir haben so viele Möglichkeiten in diesem Land, aber wir denken uns, meine Eltern, ich kann das schon besser. Weil meine Eltern waren damals dumm, ich kann das besser. Nein, Bruder, deine Eltern wollten nur ehrlich sein. Die wollten auf ehrliche Art und Weise Geld verdienen. Die wollten ein Kind großziehen und sich später nicht denken müssen, Walla, ich habe dieses Kind mit so und so gefüttert. Und unsere Menschen, Bruder, sind so dumm und wollen auf unmoralische Art und Weise Geld verdienen, denken die an Mutter. Nein, du hast dich nur selber. Sorry, Walla, ich werde bei so etwas richtig aggressiv, Digga. Mitgeben, erkennt euren Wert, denn ihr könnt viel mehr als euch für 4 Dollar im Monat auszuziehen und euch selbst zu suizidieren. Denn ganz ehrlich, egal was es ist, wenn ihr hart arbeitet, könnt ihr so einiges schaffen. Ich werde bei sowas richtig aggressiv. Und ja, natürlich ist es so, dass man für die Dinge, die man unbedingt haben will und die gut sind, man meistens hart arbeiten muss. Aber lieber gehe ich doch hart arbeiten und erreiche das, was ich möchte, als mich auf OnlyFans für 5 Dollar zu verkaufen. Ja, Freunde, was soll ich zum Abschluss sagen? Ich finde es einfach nur heftig, was einige Frauen, generell Menschen, für Likes und Follower auf Social Media tun. Hier wird gar nicht darüber nachgedacht, was man der jungen Generation eigentlich mit diesen Videos vermittelt. Die junge Generation ist schon verloren, weil es eben so leicht gemacht wird, weil es vor denen so leicht gemacht wird. Bruder, es ist wirklich crazy, weil du als Mädchen gehst auf TikTok, siehst Shirin David, siehst da ein Mädchen, die sagt, OF Beste. Als Junge, du gehst auf Spotify, du gehst auf YouTube, du hörst Rapper, die reden über was weiß ich, Bruder. Du hörst Rapper, die reden über, weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so, Bruder, als 10-Jähriger hat man schon so einen Gedanken, so einen Knacks. Boah, cool, nein. Wenn es so cool wäre und wenn es so leicht wäre, hätten es unsere Eltern auch getan, Digga. Aber die hatten irgendwie irgendwo Stolz, weißt du, was ich meine? Und obwohl die, sind wir uns ehrlich, obwohl die das ganze Recht hatten,
mit so etwas anzufangen, gehen wir jetzt einfach mal auf Vater, ne? Obwohl Vater das vollste Recht hatte, damit anzufangen, weil der hat für Centbeträge gearbeitet, der konnte gar kein Wort Deutsch, das hätte sein Leben leichter gemacht. Weißt du, was ich meine? Hat er trotzdem die harte Route genommen, damit er stolz drauf sein kann. Ja. Und das ist dann hart, dass seine Kinder dann wiederum diese leichte Route gehen, ihre Familienmitglieder enttäuschen, in den Knast kommen, Mutter auf Knien drum bitten, Mama bitte, wenn ich rauskomme, ich mach das nie wieder. Ja, das ist hart, Bruder. Es ist aber leider die Generation. Oh, du bist in meinem Kopf.